Und somit ein herzliches Willkommen zurück zu Schatten des Krieges, heute hier auf dem Turm. Und wir werden in dieser Folge als nächstes natürlich, wie angekündigt, Bruce machen. Schlimmer als der Tod. Wird Zeit, dem ein Ende zu setzen. Statuiere ein Exempel an Bruce. Zeig ganz Mordor, was mit unseren Herausforderern passiert. Oh ja, das werden wir. Schlimmer als der Tod. Ich bin gespannt, was wir... Ich bin auch ein bisschen gespannt, ob Bruce ein bisschen stärker geworden ist, ne? Ich weiß nicht, also... Er war ja, als wir ihn hatten, Level 19 oder so. Nicht besonders stark. Und vielleicht ist jetzt im Endkampf, falls es überhaupt der Endkampf ist, ich bezweifle es sehr, ist er vielleicht Level 30 oder so. Das wird bestimmt interessant werden gegen ihn. Mal schauen, wie es läuft, Leute. Let's go. Vielleicht ist er auch Redback der Verräter. Man weiß es ja nicht, ey. Redback hat das Lager von Bruce entdeckt. Schleich dich hinein und rette Waldläufer. Okay, let's go. Triff dich mit Redback. Wo ist unser treuer Kamerad? Waldläufer! Ich hab Waldläufer! Und ich hab Bruce! Das kommt mir sehr vertraut vor. Explodiert dieser Waldläufer auch? Nein, diesmal ist sich Redback sicher. Während du in die Falle getappt bist, gut gemacht übrigens, hab ich Bruce aufgespürt. Der hässliche Schrock hat mich nicht entdeckt. Er hat meinen echten Waldläufer! Ich kümmere mich darum. Bleib außer Sichtweite. Ich hab genug von Überraschungen. Klar, bestens. Wir machen's auf deine Art. Kein Rumgetrödel. Okay, dann folgen wir ihm erstmal ins Lager. Ins Bruce-Lager. Oh, sieht gut aus aber, ne? Sind ein paar Gegner drin? Da waren wir doch vorhin gerade. Bruce rechnet nicht mit uns. Schlagen wir zu. Erst retten wir Waldläufer. Waldläufer ist entbehrlich. Unsere Priorität sollte das Exempel an Bruce sein. Wir werden uns um ihn kümmern. Aber Waldläufer muss in Sicherheit sein. Hi. Okay, schleiche dich in Bruce Lager, ohne den Alarm auszulösen. Ja, das wird schon irgendwie klappen. Hoffe ich. Aber wie gehen wir am besten vor? Es sind ziemlich viele. Wir können den ja anlocken, ne? Stimmt, da war ja warte. Wir können auch die Leute anlocken. Ja, komm mal näher. Ja, genau, renn zu uns. Das ist super, machst du das, Mann. Wenn er nicht gerade spielt, foltert er den armseligen Olok. Das sind ziemlich viele gerade. Okay, das war eine Doppelschleichtötung. Ziemlich nice. Ah, jetzt noch zu dir. Und das war's dann auch schon hier. Schön. Okay. Nee, den müssen wir nicht direkt im Kombo. Den können wir ja hier. Ah, einzeln. Das ist immer gut. Den gehen wir doch den... Wie machen wir das am besten? Wir gehen am besten ganz hoch zuerst, oder? Das ist, glaube ich, leichter. Der andere checkt's eh nicht, oder? Der checkt's eh nicht. Und Bruce wäre dann da unten irgendwo, ne? Ja, das machen wir doch hier. Ja, los. Was macht der denn? Kann der nicht normal rüberrennen? Also teilweise der Typ ist echt ein bisschen... Ich weiß nicht, aber... Oh, da unten. Darf ich ihn jetzt angreifen? Darf ich das jetzt, oder? Okay, gut, alles gut. Das ist Waldläufer. Alles in Ordnung. Ganz ruhig. 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 Ruhig.
Sarge. Maus Gulanuk. Kannst du gehen? Hab's nahm Trupat. Brüschlagbahn. Rachet nahm. Oh, der ist sauer. Der ist ziemlich sauer. Das heißt dann wohl ja. Dann ab zu Bruce, würde ich sagen, oder? Folge der Waldläufe zu Bruce. Alter, will wissen. Alter. Alter, ist der aggressiv. Statuieren wir ein Exempel an Bruce. Ein Exempel, das Mordor nicht vergessen wird. Alter, ist der sauer, der Typ. Alter, der geht ab. Ich dachte, er wäre ausgehungert und gefoltert worden. Das sieht aber nicht danach aus. Ich glaube, der ist ziemlich angepisst. Dem würde ich jetzt auch nicht gerne in Real Life begegnen. Na, die Backen. Der ist Level 40? Hey, was zum Henker machst du hier? Und wer hat dir erlaubt, Waldläufer aus dem Käfig zu lassen? Bruce. Scheiße. Wir beide werden dir eine Lektion erteilen. Das würde ich gern sehen. Wie kann ich denn auf dem reiten? Aua. Okay, warte mal. Sitze auf Bruce und reite ihn in die Explosionsfässer. Achso. Wo ist der nächste? Da oben. Okay, es ging nicht so gut leider. Ach, halt die Backen, Bruce, Mann. Du hast ausgedient. Du hast ausgedient, Bruce. Autsch! Oder auch nicht. Mische dich ein. Uah. Nicht gut. Und aber das ist gut. Leute, aus dem Weg. Wo sind die Fässer? Alter, ist der noch gefallen, der Typ. Oh mein, ey. Wieso muss denn der jetzt verbluten da hinten? Ach, halt doch die Backen. Lass mich in Ruhe. Sehr schön. Kannst du mal deine komischen Diener da irgendwie töten, ey? Das ist nervig. Ja, jetzt aber. Muss das Ding jetzt hier. Aus dem Weg, mal aus dem Weg. Aber bis wir da hinten sind. Oh, warte, hier ist auch noch was. Hier ist auch noch was. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Nein, doch nicht vorm Ziel, ey. Aus dem Weg. Ja, komm, schlag zu. Nicht mit A, Mann. Mach mit B, Junge. Das will ich sehen. Ja, sehr schön. Aus dem Weg, bitte. Und bam. Ja. Das gefällt dir, Bruce, hm? Gefällt dir das? Dann komm mal mit, ey, du kleine Saftratte. Boah, ich glaube, der ist... Oh, der ist sauer. Und du da hinten, einmal die Backen. Du nervst. Okay, dann lass noch mal klettern und hier rein. Alter, wie schächen einfach auf den einen, ey. Ist ja schon wieder gefallen. Tötet mich. Bringt es zu Ende. Nein. Waldläufer! Komm her, du großer Nardu! Kitorum du Rakutun Ro Balonu. Ich freue mich auch, dich zu sehen.
Pagnak, Yambers Nusaida, Bustan Karikan. Es ist fast, als würde er sprechen. Danke, Waldläufer, Grabwandler. Nein, danke, heller Herrscher. Wir sind quitt. Ich will die Festung nicht. Ich will die Festung nicht. Ich will die Festung nicht. Ist das Bruce? Du hast ihn gebrochen. Lieber würde ich sterben, als so zu leben. Darum geht es. Komm, Waldläufer. Lass uns verschwinden. Davon bekomme ich Albträume. Der arme Bruce, man hat er aber verdient. Du bist grausam, Grabwandler. Jetzt weiß jeder Ork in Mordor, dass es nichts bringt, uns herauszufordern. Ich will die Festung nicht. Ich wollte sie nicht. Oh Mann, ich hoffe, der macht keine Racheaktion irgendwann. Das denke ich mal, das war's mit Bruce erstmal. Neue Verbesserung, schlimmer als der Tod. Aktiviere diese Verbesserung, um die Stufe von jedem von dir beschämten Hauptmann beträchtlich zu senken. Oh. Geil. Das ist schön. Aber was haben wir hier denn noch Schönes? Dankeschön. So, Bruce haben wir erledigt, denke ich, oder? Ich denke mal nicht, dass er nochmal kommen wird. Ganz ehrlich, wir sind da hinten am A der Welt. Und was ist das hier? Hier ist ein Außenposten? Wo ist hier ein Außenposten? Ach, Bruce lebt noch. Okay, verstehe. Gut, ich würde sagen, wir müssen mal... Ich gehe mal zum Turm da hinten. Den müssen wir langsam auch mal einnehmen. Und dann können wir das ganze umliegende Zeug machen, denke ich. Und dann irgendwann müssen wir dann uns noch um den Balrog kümmern. Ne? Das ist auch hohe Priorität eigentlich. Mit dem Balrog ist echt nicht gut Kirschen essen. Aber ich habe irgendwie Schiss, dass ich diese Aufträge dann verkacke, weil wir noch zu schwach sind oder so. Ja, darum will ich mich immer ein bisschen hochleveln und alles, bevor wir diese harte Kacke machen. Vor allem die Nazgûl sind halt immer die schlimmsten. Wobei, der Balrog ist auch ziemlich brutal, ne? Na, gucken wir mal, Leute. Wir kommen ja langsam zum Ende irgendwann. Das wird, denke ich mal, nicht mehr zu lange gehen. Leider. Und dann muss ich mir was Neues überlegen, was ich spiele mit euch. Ja, ja. So ist das. So, hier haben wir direkt einen Isildur. Udarui. Udarui. Oh yeah. Ah, vielleicht können wir Bruce irgendwann doch noch wieder in unsere Reihen rekrutieren. Das wäre echt nice. So. Oh, was würde ich cheaten hier, ey? Ja, ich entdecke einfach alles so schnell, ey. Bestimmt auf dem Vulkan noch selber, oder was? Nee. Naja, aber direkt unter mir irgendwo. Da fehlt noch ein bisschen was, mein Lieber. Nee, nicht so? Oh, lol, da hinten, oder was? Ha! Muss ja ganz da hinten hin noch. Das war, glaube ich, alles. Sehr schön. Das waren alle Türme. Gut, dann machen wir hier mal ein bisschen was. Was ist das denn jetzt hier? Oh, wir haben eine neue Mission freigeschaltet. Gut, wir machen mal den Stützpunkt hier. Damit der auch mal nicht mehr rot markiert ist. Das nervt mich, wenn es nicht mein Gebiet ist. Das haben wir tatsächlich, weil wir alle Türme bereinigt haben, einen neuen Auftrag freigeschaltet. Leute, ich glaube, es nimmt wirklich kein Ende. Dieses Spiel nimmt wirklich nie ein Ende.
Ah, let's go. Außenposten Nagshul. Ja, bitte? Im Schleichen getötete Feinde. Easy. Ob das erst zweimal zählt? Nee, oder? Doch, es zählt erst zwei, ja? Ist das schön. Oh, falsche Richtung. Falsche Richtung. Jetzt hätte ich was verkackt. Hi. Na, das ist frisch bei dir. Du kleiner Pupser. So, jetzt haben wir hier noch 40 Sekunden Zeit. Wir könnten die auf den Dächern nehmen. Das wäre safe, glaube ich. Also ihn zum Beispiel. Ich denke, ich sollte in Zukunft mehr Dinge niederknüppeln. Klingt so gut. Niederknüppeln. Und tschüss. Urlasu, Menschenjäger. Der hat flinke Füße und eine flinke Klinge. Finden wir ihn und zertrümmern wir beides. Das sieht ziemlich cool aus. Giftfest. Erzündet euch Erfrieren. Gefolge von Kriegern. Das sieht ziemlich geil aus, Leute. Den würde ich gerne in meiner Armee begrüßen. Und dich mache ich mal weg. Psst, ganz ruhig. Aber ich glaube, die haben uns schon entdeckt, ne? Die haben uns schon entdeckt, glaube ich. Ja, ja. Alles klar, moin, es geht. Na? Ich kämpfe gerne in Gesellschaft. Nicht zum Helfen, sondern zum Angeben. Ja, ja, komm halt die Schnauze. Oh, ouch. Seid ihr bestimmt ein Weichschädel, oder nicht? Was? Wo kommt der denn jetzt noch her? Oh Leute, es ist schon wieder viel zu viel Trouble hier. Das ist wieder viel zu viel Trouble. Ich sehe gar nichts. Ja, ich weiß, dass du erzürnt bist. Ist okay. Aber Leute, gibt's hier echt keine Fässer und so ein Scheiß? So Feuer und so? Nee? Es gibt's und ich muss doch irgendwo ein Feuer ver... Wow. Okay, das war aber nicht ich. Au. Was ist hier gerade passiert? Ich check gar nichts mehr. Ich weiß, dass du jetzt hier bist, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ah, hier ist ein Fass. Wieso habe ich das nicht gesehen? Oh, shit. Oh, ist sehr schön. Komm, den haben wir jetzt, den haben wir jetzt. Nur noch erobern und das war's dann. Wende dich von deinem Herrn ab und diene mir. Ich schwöre, dir zu dienen. Sehr schön. Weiterkämpfen. Ja, ein Schutzpunkt weniger. So, wo ist der andere? Warum ist der denn jetzt wieder erzürnt? Ey, hier haben wir doch gar nichts gemacht. Aber warte mal, der ist erzürnt. Wir sollten vielleicht in Deckung gehen. Oder auch nicht. Ich glaube, ich schlage einfach rein hier. Ah, tschüss. Leb wohl. Die brauchen wir nicht. Ohrensammler vor allem. Ist das für ein kranker Typ? Läuft bei uns, würde ich sagen, Leute.
Jetzt haben wir so einen starken Typen an unserer Seite. Und hier oben ist noch so ein Artefakt. Das nehmen wir auch mal direkt mit. Ja, 4 von 9. Oh, cool. Es gibt eine grundlegende Wahrheit über Mordor. Die Orks sind schon viel länger hier als die Menschen. Sogar viel länger als der dunkle Herrscher selbst. Dieser Ort gehört ihnen. Und auf ihre Weise pflegen die Orks ihr Erbe. Wir fanden sogar dieses Schwert in einem primitiven Schrein. Stell dir vor, was ohne den Einfluss des dunklen Herrschers aus den Orks und Mordor werden könnte. Weiß ich nicht. Sag du's mir. So, wir haben hier noch... Ah, das Monument nehmen wir auch direkt mit dir, natürlich. Die Orks können Klingen härten. Das muss ich ihnen lassen. Sie schmieden massenhaft Waffen. Doch keine davon mit Sorgfalt. Bam! Ah! Das läuft. So schön haben wir aufgeräumt. Ich würde sagen, wir machen noch Zadras. Hört sich cool an. Ich glaube, wir haben hier noch gar keine Mission gemacht mit dem Celebrimbor. Ah, ich hoffe, es wird keine Mission, wo ich wieder rage, Mann. Ich... Das sind immer gefährliche Missionen. Wirklich, das sind immer für mich sehr gefährliche Missionen. Das kann ganz schnell auf die Stimmung gehen. Na, gucken wir mal. Noch lache ich. Celebrimbor-Invasion Mordors war letztendlich ein Bürgerkrieg. Erinnere dich daran, wie er die Flammen des Brudermords anfachte, indem du Orks dazu zwingst, andere Orks zu töten. Oh, beherrschen also, oder was? Zadras, hier in Mordor gilt Treue von Ork zu Hauptmann zu Oberherrn und führt schließlich zu einem Ring der Macht. Wie geht das denn, Alter? Wie kann ich den anderen Orks zwingen? Ach, geh weg, ey. Kampfbeherrschung kann ich auch machen, okay. Das ist gut. Das ist nicht geil. Der Typ ist generell nicht geil, ey. Was willst du denn? Das ist eine Kampfbeherrschung, ne? Ja, okay, das ist easy. Wir nehmen einfach ein paar ein und dann geht das schon, denke ich. Ach Mann, ey, du hast mir alles verkackt gerade, du dummer Schildtyp, ey. Ach, das gibt's nicht. Ja, ist okay, ich hab's verstanden, Leute. Kommt mir nicht immer so dumm von hinten, ey. Es ist echt ätzend. Och, Alter, dieser Bogenschützen, ey. Fick dich, ganz ehrlich, ey. So, es ist raus, Leute. Es ist einfach raus. Es ist Ende Gelände. Sorry für die Wortwahl gerade. Aber ab und zu, ey, da könnte ich echt ausrasten, wenn es... Okay, egal. Nehmen wir dich mal ein. Festgenagelte Orks, die von anderen Orks getroffen wurden. Ist auch interessant. Ah, da oben ist noch einer. Das sind alles Nervensägen, die müssen erstmal töten. Haben wir ein Zeitlimit? Nee, ne? Wir haben nicht mal eine Kampfbeherrschung. Also nicht mal bestanden, meine ich. Ach, fuck. Okay, das war der zweite. Das haben wir schon mal gut hinbekommen. Ah, diese Bogenschützen sind einfach nur nervig. Im Prinzip können die gar nichts. Das gibt's nicht, ey. Das ist der Typ da hinten wieder. Das sind wie diese typische Affen, weißt du? Von hinten immer mit Pfeilen. Oh, das wollte ich gar nicht.
Aber das wollte ich. So, das war Nummer 3. Jetzt müssen wir festgenagelte Orks müssen auf die Schnauze bekommen. Oder was? Oh, ich habe keine Elben geschossen mehr. Fuck. Okay, warte mal. Eins von drei haben wir schon. Ich brauche aber noch Pfeile. Ja, sind Pfeile. Den nagel ich mal fest. Ihn auch. So, das dürfte eigentlich klappen jetzt. Komm, schlagt rein jetzt. Ja, sehr schön. Zwei von drei. Und drei von drei, komm schon. Ja, nice. Jetzt müssen sie sich nur noch gegenseitig töten, da bin ich zufrieden. Noch drei Stück. Komm schon, Leute, macht sie nieder. Ja, nice, töte ihn, komm. Sehr schön. Noch einer. Kommt schon beim ersten Besuch. Ja, nice. Ah, wir sind gut, wir sind gut. Sehr gut. Nice. Oh, ja, muss das laufen, jedes Mal. Beim ersten Besuch. Die Treue eines jeden in Mordor gilt letztlich einem Ring. Doch die Ringe selbst kennen keine Treue. Ihre Träger und ihre Schöpfer sollten sich das in Erinnerung rufen. Okay, Boss. Das holen wir noch und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge, damit der Hauptstory wieder ein bisschen. Versuche halt immer ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Mal gemischte Folgen, mal nur Hauptstory, mal nur Nebenquests. Ich hoffe, ich mache das bisher ganz gut für euch. Und ja, freue mich dann auf die nächste Folge schon. Njom, njom. Stopp! Okay, nice. Minas Ithil barg viel größere Schätze als diese Halskette, aber keiner war für mich wertvoller. Als kleines Mädchen schlich ich mich in die große Halle und nahm die Kette aus ihrem verschlossenen Schrank, durch einen losen Haken, den nur Kinderhände erreichen konnten. Stundenlang bewunderte ich mich im Spiegel, stellte mir vor, ich wäre eine edle Dame Gondors, so wie es meine Mutter gewesen sein muss. Irgendwann erwischte mich mein Vater, aber zur Strafe bekam ich bloß einen Vortrag zu hören. Er hatte wohl nichts dagegen, seine Tochter in solcher Pracht zu sehen. Ist auch eine schöne Kette. Ja? Es überrascht mich, dass diese Kette keinen Orkhals schmückt. Vielleicht können ihre groben Finger die feine Schnalle nicht bedienen. Das kann natürlich auch sein. Boah, Leute, wir sind weit gekommen, muss ich sagen, hier. Ja? Alles schön aufgeräumt hier bis hin. Und jo, wir sehen uns in der nächsten Folge dann mit, wahrscheinlich mit dem hier, Schicksalsumkehrung. Gut, Leute. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Abend und haut rein. Bis dahin. Tschüss.